Ja, die Linksfraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern ist in dieser Woche unterwegs. Wir machen mobil gegen Kinderarmut. In Mecklenburg-Vorpommern lebt fast jedes dritte Kind in Armut und wir sind der Meinung, das sind unhaltbare Zustände, gegen die wir als Linke mobil machen. Wir sagen, die Politik von SPD und CDU in Mecklenburg-Vorpommern ist eine miserable Politik. Sie duckt sich weg, sie ignoriert diese Kinderarmut und Kinderarmut ist für uns eine verfehlte Politik. Kinderarmut bedeutet keine gleichberechtigte Teilhabe am Leben, keine gleichberechtigte Bildung, keine gleichberechtigten Chancen für ein Leben in Mecklenburg-Vorpommern mit den Freunden, gemeinsam mit den Freunden, sondern es ist ein Außen vor, ein Zugucken, wie andere leben und sie dürfen nicht mitspielen. Wir sind der Meinung, das muss geändert werden und deswegen sind wir unterwegs und sind aktiv gegen Kinderarmut. Ich finde das ganz toll, dass die Linke im Mecklenburger Landtag dieses Thema zu einem Schwerpunktthema macht. Es ist völlig inakzeptabel, dass in dem reichen Deutschland fast 2 Millionen Kinder von Armut bedroht sind. Das, wo auf der anderen Seite die Zahl der Vermögensmillionäre immer mehr steigt, da muss eine Balance her. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Heranwachsenden die Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln können, dass sie ihr Leben realisieren können. Und da hat sowohl auf der Bundesebene als auch auf der Landesebene hat es viel Versagen gegeben. Ich finde es gut, dass die Linke es geschafft hat, dass das Thema in der gesellschaftlichen Debatte ist. Und ich bin sicher, dass nach den Bundestagswahlen, egal wie die nächste Konstellation aussehen wird, dieses Thema im Koalitionsvertrag einen anderen Stellenwert haben wird. Kinderarmut ist immer ganz konkret. Wenn eine alleinerziehende Mutter ihrem Kind zwar den Schulausflug bezahlen kann, aber eben leider nicht mehr dann das Eis am Wochenende, ist das etwas, was die Würde angreift.